Montagmorgen-Espresso mit Thomas Schneider. Ich wünsche dir, Ihnen einen guten Montagmorgen. Heute ein arabisches Sprichwort. Ein Schiff ist im Hafen sicher. Dafür wurde es aber nicht gebaut. Über dieses Zitat habe ich lange nachgedacht. Das Schiff als Metapher. Für was steht es? Für mich sind es meine Fähigkeiten, meine Talente, aber auch meine Träume, Ideen und Pläne. Und dann frage ich mich, wo befinde ich mich mit meinem Schiff? Nutze ich mein Potenzial und bin auf hoher See? Oder liege ich tatsächlich auch noch im Hafen, in der vermeintlichen Sicherheit? Falls ja, weshalb? Was hindert mich am Auslaufen? Ist es die Angst vor einem möglichen Sturm? Angst vor Rückschlägen, Schwierigkeiten, negativen Feedbacks, dem Unverständnis meines Umfeldes? Wie ist der Name meines Schiffs? Sollte es tatsächlich noch im Hafen liegen, muss ich eine Entscheidung fällen. Entweder verkaufe ich es und ziehe einen Schlussstrich. Oder aber ich glaube an meine Vision, mein Ziel und mein Potenzial. Dann definiere ich meine Reiseroute, treffe alle Vorbereitungen, mache mein Schiff startklar, nehme meinen ganzen Mut zusammen und steche in See. Und wann? Wenn nicht jetzt, zu Beginn eines neuen Jahres. Auf in die neue Woche. In dieser Woche setze ich die Segel. Definitiv. Ich wünsche dir, Ihnen eine gute Woche und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Bis zum nächsten Montag.